Nun, das Thema, worum geht's? Wir machen eigentlich seit 30 Jahren Forschung dazu. Ich glaube, es ist essentiell für uns Menschen, aber es wird immer mehr zur Mangelware. Und da fragt man sich natürlich, wie das sein kann. Und eine Erklärung ist, es ist kompliziert. Das ist nicht mein Facebook-Statement, sondern das ist tatsächlich das Thema Vertrauen, weil wenn wir jetzt mal schauen, was ist das? Ich habe hier eine schöne Definition mitgebracht von einem Schriftsteller, der sagt, Vertrauen ist das Gefühl, einem Menschen sogar dann glauben zu können, wenn man weiß, dass man an seiner Stelle lügen würde. Das ist ein schönes Statement. Wir sind ein bisschen trockener. Wir sagen, Vertrauen ist der Wille, sich verletzlich zu machen und schlussendlich auch auszuprobieren, wie in dieser Übung. Weil wir davon ausgehen, dass die unten uns auffangen werden, weil sie es können und weil sie es wollen. Also keiner hat eine offene Rechnung mit uns offen. Und da merkt man schon, das wird schwierig. Das geht nämlich um Mut, um eine riskante Vorleistung mit der Basis, mit der Intuition, dass die anderen mich da unten auffangen, mit dem Gefühl, mit dem Glauben. Und dann kommt der zweite Grund. Gefühl, Glaube, Intuition, das ist nicht ganz so einfach, wenn ich damit ins Management gehe und es kommt immer, Frau Weibel, das Leben ist kein Ponyhof. Und ich habe das Gefühl, Vertrauen ist gerade das Gegenteil vom Ponyhof, weil was wir nämlich wirklich brauchen, ist Mut. Es ist nichts für Feiglinge. Und darauf möchte ich eingehen und das ein bisschen genauer zeigen. Trust Rocks ist übrigens auch mein Leitspruch und hier sehr schön Ed Freeman, der wird uns auch noch begegnen, von dem habe ich es geklaut, um es ganz offen zu legen. Gut, was machen wir? Wir schauen uns kurz an, warum ich jetzt heutzutage sage, Vertrauen ist eben nicht nur wichtig für den Profit, sondern wirklich essentiell, auch für die Zukunft, glaube ich, mittlerweile für nicht nur der Arbeit. Und wir schauen uns an, wie wir da hinkommen. Neue Führung braucht das Land. Und dann nehme ich wieder das Wort Mut und Liebe in den Mund. Und andere werden mich da sentimental nennen. Aber schauen wir mal. Gut. Trust Rocks. Fangen wir mal mit ein paar Zahlen an. Wahrscheinlich hat es der eine oder andere Referent schon genau die gleichen Zahlen gebracht. Aber ich finde sie halt trotzdem wichtig. 86.396 Stunden verbringen wir durchschnittlich bei der Arbeit von unserem Leben. Ich glaube, hier alle drin wahrscheinlich am Ende 100.000, weil wir noch ein bisschen länger arbeiten werden. Ziemlich viel. Und dann kommt noch dazu, dass man herausgefunden hat, dass im Dachraum 84 bis 91% der Mitarbeitenden nur Dienst nach Vorschrift leisten. Und das nennt man ja heute, glaube ich, Quiet Quitting. Nicht so doll. Und ein Grund dafür ist, dann hat man auch gefragt, habt ihr am Tag vorher irgendeine Wertschätzung erfahren? Nur 6 bis 9% haben sich am Tag vorher gewertschätzt gefühlt. Also hier schon ganz klar, wir haben einfach keine Vertrauen. Gallup, wo die Zahlen herkommen, sagt immer, hauptsächlich haben wir Kontrolletti's, Mikromanagers, die das verursachen und eine Unternehmenskultur, die eben Respekt und Wertschätzung höchstens in Spurenelementen vermuten lässt. Und es wird auch nicht besser. Mit all dem Trara von New Work und was wir da alles Schönes hören, können wir uns auch diese Zahlen hier anschauen. Das sind ganz aktuelle. 8 von 10 Mitarbeitenden wurden, wir hatten ja vorher gerade diese Diskussion, im Homeoffice überwacht. Jetzt vielleicht nicht in Österreich, da darf man das nicht, aber in Amerika. Und ich wäre auch nicht ganz so sicher, dass bei uns keine Überwachung stattgefunden hat. Und dann schauen wir uns die Zahlen der Vorgesetzten an. Ist auch nicht so doll, oder? 60% sind von Angst dominiert. Und ich habe vorhin gesagt, es braucht Mut, um zu vertrauen. Wir haben immer mehr Narzissten in den Vorstandsetagen. Das hört irgendwie auch nicht auf. Und so sind wir dann auch eigentlich mittlerweile überzeugt. Die lügen uns ja eh nur an. Und dann die andere Zahl finde ich auch sehr schön, oder nicht schön, eher sehr traurig. Man kann zeigen, dass diese große Kündigungswelle, die ja bei uns noch nicht so richtig angekommen ist, dass die zumindest in den USA ganz stark von toxischen Unternehmenskulturen verursacht wird und dass wir fast 10-mal mehr Lohn bräuchten, um in dem Unternehmen noch zu bleiben. Also das ist natürlich eine gewaltige Zahl, da können wir dann noch viel an Geld drauflegen, um das zu erreichen. Also, wir sind nicht in einer guten Verfassung und wenn ich jetzt nachher sage, es ist wichtig, dann haben wir ein Problem. Und das ist gleich das Nächste, ist es wichtig? Und da komme ich jetzt erstmal als Ökonomin daher, gibt es natürlich ganz viele Gründe zu sagen, es ist wichtig. Das Einfachste ist, wenn wir kein Vertrauen haben oder niedriges Vertrauen, das kostet einfach mal und zwar so richtig. Hier auch wieder ein paar Einblicke, 60% des Bruttosozialprodukts seien Transaktionskosten. Transaktionskosten nennen wir Ökonomen immer, wenn man überwachen muss, wenn man Verträge erstellen muss, wenn man die Juristen reinholen muss etc. Und das wird gemessen, indem man sagt, das sind alle Menschen, die im Backoffice arbeiten.
Also es ist vielleicht ein bisschen unfair, das so zu messen, aber so misst man das eben. Davon sind dann schon fast die Hälfte sogenannte Bullshit-Jobs. Eine sehr schöne Studie von dem Anthropologen David Graeber, der sagt, was machen die? Die machen nichts anderes als zählen, beäugen, bewachen, überwachen, schauen, dass Menschen keinen Unsinn anstellen. Also auch nicht gut. Und dann das Letzte aus dem neuen Buch von Gary Hamel, Humanocracy. Das Bild stimmt nicht ganz, es hat nicht so viele Chefs und im Herbert rum oder Chefinnen, aber doch immerhin gibt es nur noch 4 Herberts auf einen Chef und das hat sich eben auch verdoppelt dort in die falsche Richtung. Also das mal ganz klare Fakten, teuer ist es auf jeden Fall. Aber es ist nicht nur teuer, es entgehen uns auch Nutzenpotenziale. Jetzt wird es kompliziert und nachher höre ich auf mit der ökonomischen Sprache. Das sehen wir daran, dass Menschen viel produktiver werden, nämlich um die 30%, wenn sie Vertrauen spüren oder vertrauen können. Das Engagement, also das innere Feuer, nicht Dienst nach Vorschrift, wird ganz stark von Vertrauen geprägt. Und Mut, Mut eben auch ganz wichtig. Hier wird viel über agil gesprochen. Agil ist nur möglich, wenn Menschen proaktiv wirklich mitdenken wollen. Und da brauchen wir einfach Vertrauen. Und das ist für mich aber immer noch nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, und jetzt mache ich es mal ein bisschen kompliziert, ist, dass Vertrauen ein Moderator ist. Heißt, es bringt eben noch Dinge her, die wir sonst gar nicht bekommen könnten. Es befähigt und das heißt, es bringt uns Talente. Es ermöglicht Wandel. Und als Letztes, es ermöglicht Zukunft der Arbeit und ich würde hier sogar sagen mittlerweile Zukunft der Gesellschaft, aber das ist ein bisschen hochgegriffen. Vielleicht diese Punkte ein bisschen auseinanderzunehmen, von denen ja auch einige gerade für Personaler wichtig sind. Talente, das kennen wahrscheinlich die meisten hier drin. Ich finde das ein blödes Wort. Ich sage, es kommen dann Menschen mit Talenten, um es mal so zusammenzufassen. Aber die kommen tatsächlich immer mehr, wenn das Unternehmen zum Beispiel ein B-Corp-Unternehmen ist. Also ein Image hat, vertrauenswürdig zu sein und mit den Stakeholdern gut umzugehen. Sie bleiben, wenn sie sich entfalten können. Entfalten kann ich nur, wenn man mir vertraut, wenn man mir Freiräume gibt. Auch hier ist Vertrauen wieder essentiell. Und der Nummer 1 Grund, warum Leute ein Unternehmen verlassen, ist immer noch der Controlletti, der Mikromanager oder eben diese Unternehmenskulturen, die kein Vertrauen mit sich bringen. Also hier ganz klar, das wäre das Wichtigste für das große Problem, was da auf uns zukommt. Gut, Wandel, vielleicht auch das mal ganz kurz. Das sind die 3 typischen Verhaltensweisen für Wandel. Da unten das Männchen, Angststarre. Jetzt haben wir ja noch gehört, auch die Vorgesetzten haben eine Angststarre, das ist ja besonders problematisch. Die weitaus häufigste Reaktion ist aber die da oben, Dienst nach Vorschrift, haben wir schon gehört. Oder aber es gibt auch ein paar, die zeigen den Stinkefinger. All das wollen wir ja nicht. Was wir im Wandel haben wollen, und der Wandel ist ja mittlerweile das Normale, ist, wir wollen Menschen, die diesen Wandel mitgestalten, die eigentlich den Wandel voranbringen. Und ich kann sie jetzt blöd Change Champions nennen oder wie auch immer. Aber auch hier ist wieder der Kern, wir brauchen Vertrauen und zwar von unten nach oben und von oben nach unten. Also ich muss das Gefühl haben, irgendwie ist das was Gescheites, was wir hier machen, das Unternehmen ist auf der richtigen Bahn. Aber mindestens so wichtig ist, dass man mir auch Vertrauen schenkt. Ich kann ja gar nicht proaktiv sein, ich kann mich gar nicht einbringen, wenn man mir keine Freiräume gibt. Also auch hier, Wandel ohne Vertrauen, nur die Technik alleine, ist eine Illusion, aber ich glaube, das wissen auch alle, die hier sitzen, oder? Nehme ich mal an. Und jetzt für mich das Wichtigste, ich glaube tatsächlich, dass es noch elementarer ist. Wir müssen von dem Modell, was wir immer noch überall haben, ja, wir nennen ja im Moment sogar das ganze Industrie 4.0, wir gehen ja schon fast in die Richtung rüber, müssen wir wegkommen. Das Maschinenmodell, das Business as usual Modell, wo es darum geht, dass wir eigentlich vor allem Planwirtschaft haben und Superstars, die sehr schwerfällige Frachter bewegen, wo Effizienz und Profit immer noch das Wichtigste ist. Und dass HR vor allem dazu verantwortlich ist, dass die Mitarbeitenden tun, was sie tun müssen. Ja, da wird gesagt, du hast zu gehorchen, du hast Dienst nach Vorschrift zu machen. Wir machen es natürlich nicht so. Wir machen es über Performance Management, aber es hat genau den gleichen Effekt. Ja. Menschen werden zum verlängerten Arm der Maschine
und werden eigentlich ausgebeutet. Und ich würde meinen, das ist vorbei und ich kann hier wieder ein Schlagwort bringen, was Sie wahrscheinlich auch gehört haben an dieser Konferenz, Barney, aber wir können uns auch nur umblicken. Das heißt, es wird eben alles viel, viel unübersichtlicher. Wir sind in der fundamentalen Unsicherheit drin, wir haben Komplexität, wir haben Nichtlinearität, da können wir uns Planung sonst wohin schmieren, das funktioniert einfach nicht. Und dann hat es dieses A noch drin und das ist die Angst. Wir sind natürlich alle durchaus ängstlich im Moment, aber Angst ist kein guter Ratgeber. Wir finden keine Lösungen für die gerade im Moment sehr vertrackten Probleme, wenn wir nicht mit offenem Herzen und offenem Kopf aufeinander, miteinander umgehen. Und deswegen bräuchte es eigentlich das andere Modell, wo wir sagen, statt planen gibt es dieses Sensing, also ausprobieren, fühlen, da wo die Dinge passieren und die Verantwortung dafür auch zu übernehmen. Das Zusammendenken, um dann eben neue Lösungen zu finden, eben zusammen und nicht alleine Yoga machen, wie wir es jetzt im Moment auch gerade manchmal ein bisschen den Leuten an die Hand geben. Und im Mittelpunkt, finde ich, steht jetzt eben hier eigentlich ein lebendiges System, weil das eben auch möglich sein muss, dieses Atmen dieser Organisation, dieses Ausprobieren, diese Weichheit, dass man eben neue Dinge gehen kann. Und eigentlich nicht nur ein lebendiges System, sondern ich würde heute sogar sagen, im Mittelpunkt sollte das gute Leben aller, auch der Stakeholder, stehen. Aber das ist schon nochmal ein Schritt weiter gesprungen. Klar, das geht nicht ohne Vertrauen. Das muss mit Vertrauen laufen. Und deswegen für mich essentiell. Gut, wie kommen wir dahin? Zwei Wege. Führung, wie immer, wäre ja im Prinzip beim HR die Führungsentwicklung angesiedelt. Zweitens, wirklich, was wir in der Kernarbeit im Personalmanagement machen. Bei der Führung gibt es hier auch wieder drei Dinge. Die richtigen Führungskräfte befördern und holen. Und richtig heißt, es gibt Menschen, die haben ein Talent zu vertrauen. Die haben eine hohe Vertrauensneigung, so nennen wir das in der Literatur. Und wenn man das hat, dann ist man eher in der Lage, schneller mal Vertrauen aufzubauen und es auch zu vertiefen. Das ist jetzt mal noch nicht so wahnsinnig überraschend. Was aber überraschend ist, die Leute fallen weniger auf die Nase als die mit einer nicht so hohen Vertrauensneigung. Warum? Naja, damit ich Menschenkenntnis entwickle, muss ich halt mal ab und an auf die Nase fallen. Aber nachher habe ich das. Ich habe den besseren Kompass, um rauszufinden, wem ich dann spezifisch vertrauen kann. Die werden auch weniger über den Tisch gezogen. Ich komme gleich dazu, warum das so ist. Und was für mich der absolute Bingo-Punkt ist, diese Menschen sind auch vertrauenswürdiger. Ja, ist doch super. Wieso haben wir nicht nur Führungskräfte mit diesem Merkmal? Wieso befördern wir eigentlich immer noch hauptsächlich Narzissten? Und das ist die Aussage dann auch von Adam Grant, Give and Take, der sagt, you have to keep the wrong people off the bus. Hol die schon gar nicht rein und befördere sie schon gar nicht. Oder Bob Sutton sagt dem Arschlochfaktor noch ein bisschen klarer. Zweitens, Charakter wird wieder wichtig. Ja, ist ein altmodisches Wort, aber wir sehen hier in der Gallup-Studie ganz, ganz elementar wichtig zwei Dinge. Integrität. Und das möchte ich gleich so übersetzen mit Aufrichtigkeit und ehrhaftem Verhalten. Das ist schwierig, aber ganz, ganz wichtig. Und der zweite Punkt, Wärme, noch schwieriger. Gefühle zeigen, das dürfen wir überhaupt nicht in den Firmen. Und nicht nur Gefühle, sondern Interesse am Menschen. Und da fängt es ja schon an. Wer sitzt jetzt gerade alles am Mobile? Wahrscheinlich einige. Und das heißt, wir gucken den anderen genau da nicht an, wir haben keine Aufmerksamkeit, unsere Aufmerksamkeitsspanne ist ja sowieso nur noch die von einem Goldfisch, hängt leider alles mittlerweile zusammen, oder? Und es kommt noch dazu, dass wir sowieso so einen Aktionismus-Bias haben in den Unternehmen. Also da müssen wir ganz schön arbeiten, um da wieder reinzukommen. Mir immer das Wichtigste ist aber Folgendes. Ich finde, die Führungskräfte sind die als Erste ins Trauen kommen müssen. Die müssen sich trauen, Dinge zu delegieren. Die müssen sich trauen, den Mitarbeitenden ein bisschen zumindest Vertrauen zu schenken, sich verletzlich zu machen. Warum? Das hat ganz viel, und ich muss den immer bringen, mit meinem Lieblingseffekt zu tun, dem sogenannten Pygmalion-Effekt. Pygmalion-Effekt heißt, das Menschenbild, was ich habe, kommt zurück. Und da hat man eine ganz fiese Studie gemacht an einer Grundschule in Kalifornien und hat dort Intelligenztests gemacht und dann alle angelogen und hat gesagt, wir machen Talenttests. Und dann ist man in die Klassen reingekommen, hat zufällig ein paar Kinder rausgepickt und hat gesagt, bei dir ist es die Lara, der Timon und der Timo, das sind deine Talente. Ja, später ist man wieder gegangen,
hat den Intelligenztest wieder gemacht und komischerweise haben diese eigentlich ja nur zufällig rausgezogenen Talente riesige Sprünge im Intelligenzquotient gemacht. Warum? Ja, weil die Lehrer denen viel mehr zugemutet haben, sie gefordert haben, sie gefördert haben. Das finde ich ein wunderschönes Beispiel für diese selbsterfüllende Prophezeiung, in die wir reinkommen können, wenn wir es denn mal machen, ins Vertrauen gehen. Warum das so schwierig ist, das sehen wir daran, was das heißt. Das heißt, letting go, sagt Otto Sharma, der Guru, heißt am Ende des Tages dann wirklich mal Dinge einfach tun lassen und noch schwieriger, anvertrauen, in die Intimität reingehen, Masken runterzunehmen. Das ist ganz, ganz schwierig im Unternehmen, wäre aber wahnsinnig gefragt. Gut, kurz, das heißt, Selektion und Promotion wäre eine Königsdisziplin, ist aber dem HR meistens aus der Hand genommen worden und macht die Linie schlecht. Das heißt auch, wir müssen die richtigen Leute anziehen. Komme ich gleich dazu, das ist HR durch Liebe, wie ich noch zeigen werde. Und das heißt, wir müssen in eine andere Form von Entwicklung reinkommen, nämlich in eine Persönlichkeitsentwicklung. Das ist sehr viel umfassender und wir müssen auch schauen, dass wir uns mit Themen wie sozialen Tugenden wieder auseinandersetzen. Alles gar nicht so einfach und da gibt es auch noch nicht so wahnsinnig viel. Gut, aber ich habe gesagt, das ist auch das HR selber, was sich ändern muss und das hat damit zu tun, dass unsere Philosophie, wie bei einem Menschen, eben auch Effekte hat. Haben wir die Philosophie Homo economicus, die Leute springen nur, wenn man ihnen die Karotte vor die Nase hält. Oder gehen wir generell im Unternehmen davon aus, nein, die meisten Menschen möchten sich einbringen. Und das hat einen riesigen Effekt. Und am schönsten sieht man das immer bei meinem Lieblingsbeispiel, habe ich viel Forschung dazu gemacht, Performance Management. Das ist nämlich meistens in den allermeisten Unternehmen immer noch Taubentraining. Heißt, wir setzen die Ziele smart, das heißt, das ist alles vorgeplant, wenn man so möchte. Dann schauen wir uns eigentlich am Ende des Jahres an, was haben die gemacht, machen am besten noch ein bisschen Ranking, die Schlechten ins Töpfchen, die Guten ins Kröpfchen oder umgekehrt, ich weiß es jetzt nicht genau, und dann hängen wir noch eine Karotte drauf. Und dann soll alles funktionieren. Und das ist natürlich super misstrauisch. Das ist eigentlich, die machen sonst nichts, wenn wir da nicht die Peitsche und die Karotte haben. Alternativen haben wir hier, glaube ich, einige gehört. Alternativen, wie wäre es denn mal ohne Ziele zu sein? Oder nur mit kleinen, nur mit Projektzielen zu sein? Wie wäre es denn mal, ne, finde ich schon fast, die Meaningful Conversation ist ja etwas, was man jetzt so häufig hört, statt Ranking, machen die ja meisten ja sowieso nicht. Wie wäre es denn mit Peer Coaching, indem wir halt wirklich in Personalentwicklung investieren? Und eben Karotten würde ich komplett abschaffen, keine individuellen variablen Leistungslöhne mehr. Wir wissen seit 40 Jahren, setzt Fehlanreize in den meisten Jobs und verdrängt die intrinsische Motivation. Wieso haben wir es bis jetzt noch nicht geändert? Weil wir natürlich im Kopf und im Herzen und in der Philosophie erstmal ändern müssen. Also wir müssen erstmal die innere Arbeit tun. Bloß meine fiese Interpretation, solange die CEOs, zumindest in der Schweiz, 300 Mal mehr verdienen als ihre Mitarbeitenden, geht man natürlich die Boni nicht abschaffen, weil man profitiert ja am meisten davon. Gut, was wäre die Alternative? Die Alternative, das ist jetzt eine von vielen Alternativen, was mir sehr gut gefällt, ist jetzt hier das von der Theresa Amabile, Progress Principle, das ist tatsächlich ein bisschen fordernde Liebe. Also hier ermöglicht man viel, aber man erwartet auch etwas. Und bei ihr sieht man, sie hat das in sehr aufwendigen empirischen Tagebuchstudien gezeigt. Wichtig ist, damit Menschen sich entfalten können und dass sie auch kreativ sind, dass sie eben mitdenken können, dass sie Fortschritte machen können. Also sie einfach immer machen lassen und dass sie Fortschritte machen können in etwas, was sinnhaft ist. Wo sie auch sagen, da trage ich was Gescheites zur Gesellschaft oder zum Unternehmen bei. Das können wir dann befähigen, da kommt dann teilweise auch wieder unsere Arbeit rein, durch Ziele, aber das sind dann eher Projektziele, nicht so diese top-down-smarten Ziele, durch Ressourcen und zwar eher ein bisschen zu viel Ressourcen, also man wird übrigens nicht kreativer, indem man zu wenig Ressourcen hat, das ist auch vorbei. Und durch die richtige Kultur, also eine Experimentierkultur und eine Kultur der Hilfsbereitschaft. Keine Diven, sondern Zusammenarbeit. Und schließlich auch ganz, ganz etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde, sind die positiven Emotionen. Toller TED-Talk, Barbara Fredrickson, Love 2.0. Ganz toll, weil was sie dort zeigt, ist diese Resonanz-Emotionen, dieses aufeinander wirklich miteinander lächeln, miteinander fühlen, hat so wahnsinnig wichtige Wirkung auf. Es macht uns viel, viel offener, wir sehen den anderen, wir können besser miteinander kommunizieren, wir werden kreativer, wir haben mehr Ideen.
Und wir werden übrigens auch noch gesünder. Aber ich höre jetzt auf, ich könnte da ganz viel dazu sagen, weil mich das total fasziniert. Also das ist ein durchaus sehr anderer Ansatz. Ich meine, wenn ich so schnell drüber gehe, denkt man sich, ja, ganz nett. Aber wenn wir jetzt mal hingehen und gucken, was das meiste HR immer noch macht, dann sind wir davon doch einiges entfernt. Das würde ich vielleicht ganz gern mal noch sitzen lassen. Wir haben in unserem neuen Projekt, sind wir eben noch einen Schritt weitergegangen. Das habe ich hier nur eine Folie mitgebracht. Da geht es um Good Organizations, also eben um Organisationen, die das Aufblühen aller ermöglichen sollen. Noch ein bisschen weitergehend sogar als B Corp haben wir gesagt, es heißt im Kern, was wir brauchen, wir müssen diese Maschine, die wir haben, wieder mit dem Menschen erfüllen. Vielleicht muss der Mensch einfach viel, viel stärker wieder reinkommen. Und das heißt konkret, dass wir sagen, jetzt muss ich gucken, es sind so viele Varianten, die mein Kollege der Otti Schmidt da reingebracht hat, dass ich so hier rumdrücken muss. Das heißt im Kern, dass wir sagen, der Charakter auch der Organisation, also an unserer Philosophie zu arbeiten und das dann nachher auch zu umzusetzen, so ein schöner Charakter, wie ich es vorher auch von den Führungskräften gesagt habe, das sollte wieder sehr viel stärker der Kern sein und das Ziel viel mehr Exzellenz statt Effizienz. Exzellenz heißt, dass wir eben gemeinsam schöne Dinge gestalten, sinnvolle Dinge gestalten. Natürlich sollten wir nicht pleite gehen dabei, deswegen ist es schon Exzellenz, oder? Aber dass wir eben dieses sehr einseitige auf den Shareholder, der mittlerweile ja sowieso nur am Rumspringen ist und nur noch Tinder-Dates mit uns macht, oder? Statt dass wir uns nur auf den konzentrieren. Und heißt dann auch im Kern, dass wir daran arbeiten, dass Menschen eben nicht nur motiviert sein dürfen, weil das mehr Geld bringt, sondern sie sollen, das Aufblühen der Menschen wird wirklich zum Kern. Und zwar der Menschen im Unternehmen, als auch mit denen, die wir zu tun haben. Das ist ein rechter Dreher und ich habe jetzt auch nicht die Zeit, das ganz zu entwickeln, aber vieles, was wir hier gehört haben, gehört dann natürlich dazu. Es wird weiterhin um Vertrauen gehen, es wird weiterhin um Liebe gehen. Es kommt noch ein bisschen kompliziertere Dinge dazu, weil wir uns natürlich überlegen müssen, wie gestalten wir sowas wie Corporate Governance um. Gut, jetzt bin ich sogar zu schnell gewesen. Ich habe dann noch eine Abschlussfolie. Jetzt, wenn wir alles nochmal rekapitulieren, was heißt das? Ich hoffe, ich konnte rüberbringen, dass Vertrauen wirklich essentiell ist. Nicht nur, weil es uns Kosten spart und neue Profite einbringt, das kann ich ganz einfach zeigen, sondern weil es uns zu Menschen macht und weil wir das nicht verlieren sollten. Dieses Miteinander in die Verletzlichkeit gehen, finde ich unglaublich wichtig und das sollten wir nicht verlieren. Also das ist auch noch jenseits dessen, dass das für Unternehmen sehr wichtig ist. Dazu ist erstens mal wichtig, dass wir wirklich in eine neue Führung reinkommen. Ich habe jemanden, der sagt immer, ich gebe dir Vertrauen, wenn du dir das verdient hast. Und ich denke mir, es wäre besser zu sagen, ich entziehe dir das Vertrauen, wenn du mich enttäuscht hast. Also dieses kleine bisschen an Vertrauensvorschuss wäre auch etwas ganz, ganz Wichtiges, damit wir überhaupt in diese positiven Kreisläufe reinkommen, über die ich schon gesprochen habe. Und für mich, ich würde mir wünschen, wir würden den Arschlochfaktor spielen lassen und nur noch Leute befördern, die ein Talent haben zu vertrauen. Das wäre mir eigentlich sehr, sehr wichtig. Aber da wissen wir ja auch, wir sind selber ein bisschen schuld. Wir rennen ja den Leuten hinterher, den Narzissten etc. Das ist auch uns ein bisschen selbst geschuldet. HR sollte auf jeden Fall nicht eine Bad Management Theory sein, die Good Management Practice zerstört, was wir auch schon lange mal diskutiert haben, sondern sollte versuchen, mehr auf Liebe zu setzen. Ob wir jetzt das Wort Liebe verwenden, weiß ich nicht, weil dann heißt es wieder, wir seien so softy. Aber im Kern für mich geht es um Liebe. Und der letzte Punkt, jetzt bin ich doch fertig, habe ich doch noch geschafft, die ganze Zeit zu bringen, aufblühen. Und das haben wir, glaube ich, schon mal sogar gehört hier. Aufblühen wäre das Richtige. Es geht nicht um Mitarbeiterzufriedenheit und Engagement, sondern es geht um das Aufblühen von allen, die mit den Unternehmen zu tun haben.